Ich freue mich heute ganz besonders auf die Episode, denn heute sind Ron und Robin zu Gast bei uns im Podcast. Die Jungs von den Salzland Raccoons, das erste American Football Team hier aus dem Salzlandkreis. Wie geht's euch? Hallo. Hallo, wunderbar. Beste Wetter. Sehr gut. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt und dass ihr hier mit im Podcast mit dabei seid. Und für die Zuhörer, stellt euch einfach mal vor, sagt, was ihr macht in eurer Freizeit, wie ihr zum Football gekommen seid. Könnt ihr einmal kurz euch vorstellen? Ja, also ich bin Ron, 34, ja, und ich bin zum Football gekommen, weil ich im Studium damit zu tun hatte, selber auch Leistungssportler war und unser Trainer mich gefragt hatte, ob ich eventuell mich mit einbringen könnte. Er will einen Verein gründen, damals war das noch eine Idee. Aus dieser Idee ist jetzt was gewachsen und wir haben einen Verein gegründet, beziehungsweise eine Abteilung. Ja, und ich mache im Bereich des Management, ist meine Aufgabe im Verein. Ja, ich bin Robin, 26 und wie bin ich zum Football gekommen? Ja, damals natürlich durch Fernsehen, Super Bowl-Übertragung und ja, dann war ich gehypt, immer weiter nachverfolgt und dann habe ich irgendwann Anfang Januar den Zeitungsartikel gesehen, dass ein Football-Team gegründet werden soll. Ja, und seitdem bin ich voll dabei. Was sind eure Lieblings-Football-Teams in der NFL? Habt ihr da ein Favorite-Team? Oder? Also für mich gibt es auf jeden Fall ein Favorite-Team. Ja, das sind die Washington Redskins, obwohl man das ja so nicht mehr sagen darf. Das ist das Washington Football-Team. Für mich persönlich, warum die Redskins? Ich war 2009 das erste Mal in den Staaten. Wurde dort komplett empfangen in diesem Stadion. Ich saß neben Weißen wie Schwarzen. Also es gab für mich persönlich gar keine Unterschiede. Die haben mich aufgenommen, die haben das Spiel mir erklärt. Ich natürlich eigentlich als Europäer mit Fußball, habe mir gedacht, oh, das ist ja langweilig, dauerhaft Pause. Aber bis es dann wirklich richtig mal geknallt hat und dann gesagt, dass, also wenn Football, dann hier, weil man das auch gleich verbinden konnte mit einem totalen tollen Sporterlebnis in den Staaten. Ja, bei mir sind es die Denver Broncos. Es war halt mein erstes Spiel von den Broncos, was ich gesehen habe und seitdem fand das klasse und dabei bleibe ich. Also ihr wart beide dann schon mal in Amerika und habt euch Spiele live angeschaut oder? Also ich war mehrmals schon drüben. Ja, ich habe auch Bekannte und mittlerweile auch einen guten Freund gefunden. Dadurch, dass der Beruf, die Tätigkeit, der war auch öfter schon da. Ja, okay, der wohnt jetzt in Florida. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Mannschaft. Der mit Miami dort, ja, sorry, aber Türkis und Pink kann nicht jeder tragen. Ja. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber du lernst die Leute dort kennen, du siehst es, was in den Nachrichten kommt, du siehst es, du kannst es absolut nachvollziehen, teilweise, manches nicht, aber in den Staaten ist halt was anderes. Sport ist da für die Familie und es ist immer ein Event. Es ist nicht wie hier, du gehst dorthin und bist da den ganzen Tag und das hat mich einfach nur geflasht und ich finde das einfach toll. Deswegen auch das Motto Football is Family, das leben wir genauso aus. Wir wollen alle, jung wie alt, Kind wie Erwachsenen, wollen wir da hinziehen, wollen wir was zeigen, was wir machen und wir bieten auch deswegen immer viel, viel an. Okay. Für die Zuhörer da draußen, die noch nie irgendwas mit American Football zu tun hatten, könnt ihr vielleicht mal in 2 bis 3 Sätzen zusammenfassen, worum es beim American Football geht, was so die Grundregeln sind, sag ich mal? Ja, im Grunde genommen, eigentlich kann man das vergleichen mit Schachspielen. Football ist Rasenschach. Offense gegen Defense und dann werden Spielzüge ausprobiert, um wirklich die 10 Jahre zu überbrücken, um zu punkten nachher. Ja, so kann man das eigentlich am besten vergleichen. Definitiv, ja. Ist ein sehr guter Vergleich, also weil es ja auch sehr, sehr viel auf Taktik letztendlich ankommt. Genau. Und die Spielzüge sind ja sehr komplex und sehr, sehr lange vorher einstudiert und da gehört ja wirklich sehr viel dazu zum American Football als nur Athletik oder ja, einen Touchdown zu erzielen, sage ich jetzt mal. Was ist so die Faszination für euch an dem Sport? Also an diesem Sport ist, und ich glaube, da sind sich alle Leute einig, die jetzt auch zu uns gekommen sind, da man darf nicht vergessen, wir haben jung, alt da, wir haben sportlich sehr aktive Leute, genauso wie Leute, die jetzt das erste Mal Sport machen. Das Ausmachen oder das Große, was das Ganze ausmacht, ist halt, du hast für jeden was zu bieten. Du hast für groß, für klein, für dick wie dünn, ja, du hast für alle was zu bieten. Jeder kann sich ausleben, jeder kann sich bei uns probieren, was er gerne spielen möchte, was er spielen will. Letztendlich entscheidet nachher der Trainer. Ja. Wenn du das Körperliche nicht mitbringst, dass du eventuell einen Hit aushältst, ja, man muss denjenigen auch schützen. Ja. Aber jeder kann sich ausprobieren und das macht es halt aus, dass du als Team
Defense wie Offense miteinander und füreinander stehst, du gewinnst und du verlierst zusammen. Und nur darauf kommt es nachher an. Okay. Ist ja, also der Sport ist ja jetzt hier in Deutschland, ja, mittlerweile gewinnt es ja auch so immer ein bisschen mehr an Fahrt, so dadurch, dass jetzt auch der Super Bowl und die Playoffs auch im Free-TV übertragen werden, Pro7, Sat1, RAN, wo auch immer es dann letztendlich gezeigt wird jedes Jahr. Ich war schon sehr fasziniert, dass es jetzt halt ein Team, ein American Football Team hier im Salzlandkreis gibt und ich freue mich auch mega, dass es ein Team gibt. Also ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen und mir die Spiele angucken. Und was mich aber verwundert hat, war ein bisschen der Name Raccoons. So übersetzt ist es ja einfach nur Waschbären. Und gerade jetzt mit der Geschichte vom Salzlandkreis hätte ich eher erwartet, dass es so irgendwie in die Richtung Bears oder Eagles vielleicht geht. Wie seid ihr da auf Raccoons gekommen, auf den Namen? Ja, das war eigentlich auch so unsere ersten Ideen mit Bears, Eagles und so. Aber wenn man sich mal die Vereine aus komplett Deutschland anguckt, da heißt es übertrieben gesagt, jedes dritte Team heißt da Bears oder Eagles. Und wir wollten das Team komplett neu gründen und wollten dann halt natürlich was Außergewöhnliches. Ja, und Raccoons, Waschbären, diebische kleine Biester, darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es dann zu Raccoons gekommen. Ja. Okay, sehr gut. Ihr seid ja in Bellium, richtig? Also ihr habt euren Standort in Bellium? Oder? Genau. Mhm. Okay, wie kam es dazu, dass ihr das in Bellium jetzt macht? Ja, warum machen wir es in Bellium? Es gibt außerhalb von Bernburg, die Dörfer haben ja mit Jugend nicht mehr viel. Mhm. Ja, die Jugend, die geht weg, die studiert, die arbeitet hier in Bernburg oder Magdeburg oder Halle. Und hier in Bernburg ist halt der Platz halt begrenzt. Das ist halt das A und O. Und wir wollten uns aber, wie Robin ja schon sagte, wir haben uns neu gegründet, wir wollen uns neu ausleben, wir wollen alles eigentlich neu machen, am liebsten alles sofort. Ja, das geht natürlich nicht. Und darum beleben. Wir haben den Sportplatz durch die Gemeinde und durch den Vereinsvorsitzenden, der gleichzeitig auch Mitglied bei unserem Team ist, ja, und sein Sohn zu der Trainer ist. Ja, also das ist schon eine Familiensache dort. Ja, und wir haben die Rückendeckung vom Bürgermeister dort, von der Bevölkerung, die sind alle damit dabei. Und es gibt dort keinen Fußball mehr. Und deswegen hat man zu uns gesagt, ey, nehmt den Sportplatz, bevor alles zerfällt und alles hier einfach verwuchert. Nehmt es, macht, was ihr könnt, sprecht es bitte vorher ab, aber wir haben freie Hand und wir haben eine Menge dort bewegt und wir kriegen auch sehr, sehr positives Feedback aus der Bevölkerung, aus dem Dorf. Ja, hier wird auf einmal alles renoviert, die Häuser werden neu verputzt, der Rasen wird frisch gemäht, ja, die Länder werden repariert. Wir haben jetzt letzte Woche erst eine Tribüne gebaut für Leute wie dich, die dann zum Zugucken kommen wollen. Ja, also wir bewegen da was und das meistens auch aus eigener Tasche und aus eigener Kraft. Mhm. Und von daher ist es Berlin, weil wir können es komplett frei ausleben. Ja, sehr gut. Das macht ja auch einiges aus. Also wenn man einen Verein in der Hinterhand hat, der ihn dann auch unterstützt oder eine Gemeinde, die noch mithilft, sage ich mal, und da wirklich auch so Feuer und Flamme ist, dass halt wirklich wieder was entsteht letztendlich in der Gemeinde. Wie seid ihr darauf gekommen, dass es einen Bedarf gibt für ein Footballteam? Also habt ihr da irgendwie mit Leuten hier in der Region gesprochen und habe gesagt, hier, wir haben die Idee, ein Footballteam zu gründen und alle haben irgendwie Ja gesagt oder wie kam es dann dazu? Ja gut, das war eigentlich, wie soll man das sagen, das war mehr oder weniger zufallsbedingt, weil unser Trainer, der hat lange Zeit auch in Halle selber Football gespielt und dann kam seine Idee, ja, warum nicht ein eigenes Team gründen? Und ja, er hat da Zeitungsartikel rausgebracht, hat die überall mal so ein bisschen verteilt und alles. Und das ging Schlag auf Schlag. Dann haben sich da Leute gemeldet und ja, dann ging das alles in einer Hand, sag ich mal. Zack, waren dann 30 Mann da. Ja, es gab ja vorher auch eine kleine Analyse. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, wir haben geguckt, beziehungsweise es wurde geguckt, wo sind denn hier eigentlich Teams? Ja, es gibt Teams in Sachsen-Anhalt, das ist in Magdeburg, ja, es gibt in Wernigerode, Wittenberg und Halle. So, und damit ist Sachsen-Anhalt weit. Und in der Mitte, direkt in der Mitte, gibt es nichts. So, und deswegen war wirklich in der Laune, warum denn jetzt nicht hier? Wir sind direkt in der Mitte, wir können überall Leute ziehen, die wollen. Und das war auch ein Grund, warum auch Bellium, der Sportplatz liegt direkt an der Gleise, am Bahnhof. Ja, und somit könnte jeder, auch die Jüngeren, 15, 16, die Bock drauf haben, im Notfall auch mit dem Zug kommen. Ja, du musst noch nicht mal die Eltern damit einbinden. Und deswegen liegt Bellium als Standort für uns zurzeit perfekt. Ja, okay.
Wie habt ihr dann die ersten Leute wirklich rekrutiert? Also wenn ihr jetzt schon 30 Leute seid, ist ja doch schon sehr beachtlich. Also ihr habt euch jetzt dieses Jahr erst gegründet letztendlich und dann schon 30 Leute zu finden, das ist ja doch Chapeau, sag ich mal. Wie habt ihr das geschafft, so schnell so viele Leute zu finden? Also für mich im Hintergrund, dazu kann Robin natürlich sagen, weil Robin aktiver Spieler ist, ja, er macht natürlich selber Werbung, kann er gleich was zu sagen. Also für mich im Hintergrund ist halt, Werbung ist halt alles. Ja, wir werben durch Job und das und jenes, wir supporten das halt. Ja? Und ich spreche mit vielen Leuten, auch bei Unternehmen, wie sieht's aus, schaut mal so. Und da kriegt man dann entweder positiv oder negatives Feedback. Meistens war es sehr, sehr positiv, auch wenn man die Sportart nicht kennt. Und viele Interessenten, wir haben auch eine Werbetour gemacht, hier durch Bernburg auf dem Markt, wir haben uns auf dem Markt hingestellt, wir haben Leute angesprochen, ey, hier ist was Neues, guck mal, ja? Ihr sagt immer, hier ist nicht los, aber es entwickelt sich was. Ja, das ist so im Hintergrund mit dem Unternehmen, mit der Werbung, das macht dann halt ich. Ja, und auch der Trainer teilweise mit. Und Robin als Spieler kann da sicherlich noch anderweitig was sagen, wie die Leute dann dazukommen. Das ist, ich kann es immer wieder sagen, das ist was Neues bei uns. Eine komplett neue Sportart. Viele kennen es halt wirklich bloß aus dem Fernsehen und alles. Und ja, dann kriegt man Bock, ich fahre vorbei, ich probiere das aus. Dann kommt man zu uns, wird herzlich aufgenommen, egal wer. Und das fasziniert viele von den Leuten. Und dann bleiben die auch dabei. Und das hat man bisher jetzt wirklich. Ja, das herzlich, das ist wirklich, ja. Manchmal sehr herzlich. Ja. Also wir freuen uns auf jeden, der einfach da ist. Ja, und jeder, der da Bock drauf hat. Okay. Gibt es schon bestimmte Aufnahmerituale, dass ihr neue Mitglieder auf eine bestimmte Art und Weise begrüßt? Oder? Also Rituale möchte ich es jetzt nicht nennen. Der eine oder andere, wie gesagt, man kennt sich dann doch irgendwie aus dem Ort oder aus der Gegend. Es wird dazu kommen, wenn wir nächstes Jahr in die Saison starten, dass wir diese ominösen Rookie-Taufen machen. Was da passiert, das ist Trainersache. Das wird sich das Trainer-Staff wird sich da was ausdenken. Und ich glaube, der eine oder andere wird da auch in der Planung mit dabei sein, so wie Robin. Also Robin traue ich sämtliche Schweinereien auch nicht. Sehr gut. Genau, weil du es gerade schon angesprochen hast, der Spielbetrieb. Wie wird denn letztendlich der Spielbetrieb aussehen? Startet ihr dieses Jahr schon in den Spielbetrieb oder wann geht es da denn bei euch los? Ja, der Spielbetrieb wird auf jeden Fall nächstes Jahr erst starten. Mhm. Dieses Jahr ist durch Corona bedingt die Saison beendet, ja. Aufstiegs-Playoffs, alles drum und dran. Das gibt es nicht dieses Jahr. Wir werden nächstes Jahr starten. Laut des Verbandes ist da wohl geplant der März, April. Mhm. Mit einer Sommerpause ist ja meistens dann mit drin. Aber wir sind nächstes Jahr da am Start, werden sehen, wo die Reise hingeht und wer uns auf unserem Feld besiegen kann, ja, und wer halt nicht, es wird sich rausstellen. Sehr gut. In welcher Liga geht ihr dann an den Start? Gegen welche Teams spielt ihr da? Also wie weit müsst ihr fahren? Ja. Also die Liga ist Verbandsliga Ost. Also wenn man das jetzt vergleichen möchte von der Stärke, von der Kapazität, weil viele halt Fußball kennen, das ist so angesiedelt, wenn man beim Fußball guckt, wie in der Oberliga. Mhm. Und die weiteste Strecke ist Saalfeld, ja, mit den Saalfeld Titans. Ja, das erstmal schöne Grüße auch an die. Ich hoffe, die werden das auch hören. Das ist eigentlich unsere weiteste Strecke. Okay. Und dann ist halt Wittenberg, Halle, sind da halt Teams mit vor Ort, also es ist noch machbar, aber Saalfeld ist halt die weiteste Strecke und Burgenland Underdogs, ja, die sind ja nur auch aus Sachsen-Anhalt, haben sich auch erst vor kurzem neu gegründet, also ein, zwei Jahre gibt es sie auch erst da unten und mit denen sind wir mittlerweile auch Kooperationen, ja, die helfen uns, wir helfen die, also das ist dieses Motto, Football is Family, ist halt nicht nur so ein Spruch, sondern es wird gelebt. Und wir haben auch viel, viel Hilfe von den Leuten auch gekriegt. Okay. Und von daher kann man da immer nur Danke sagen. Und das passt. Ja, das ist sehr gut. Also Football kam ja sowieso generell immer so wie so eine sehr familiäre Sportart drüber, weil es halt hier noch so in den Anfangsstadium ist letztendlich. Und da versucht halt wirklich jede Mannschaft, jedes Team, sich untereinander so ein bisschen auch zu helfen und zu unterstützen, so mit Ressourcen und Trainingsplänen und wie auch immer halt. Also das habe ich auch so ein bisschen so wahrgenommen in meiner Zeit, als ich selber ein bisschen mal gespielt habe. Wie oft trainiert ihr denn in der Woche überhaupt? Ist das 3-4 Mal die Woche, 2 Mal? Wie sieht es da bei euch aus? Bei uns ist es aktuell noch so, dass wir mittwochs und freitags trainieren, immer von 17 bis 19.30 Uhr. Ich denke mal, das wird sich spätestens ändern, wenn es dann wirklich in Ligabetrieb geht. Weil dann ist es schlecht, wenn man dann wirklich freitags nochmal Training macht und dann Samstag oder Sonntag auf dem Platz steht. Dann müssen danach doch nochmal die Knochen geschont werden nach einem vernünftigen Spiel.
Und dann wäre es auch nicht von Vorteil, wenn man dann am Mittwoch gleich wieder Vollgas geben kann. Ja. Also es gibt auf jeden Fall Pläne, dass wir zweimal die Woche weiterhin trainieren und eventuell dann Freitag, wo wir wieder zu diesem Motto zurückkommen, Football is Family, wirklich die Leute zu uns auf den Platz holen. Im Sommer kannst du grillen, auch im Herbst noch. Wir haben ja Überdachung dort, dass wir dann da ein bisschen Videoanalysen machen und ein bisschen Taktik noch, oldschool am Whiteboard. Das muss auf jeden Fall vor dem Spieltag nochmal gemacht werden, dass man eventuell nochmal die Leute vielleicht nochmal auf den Platz nur hinstellt und guck mal, wenn wir so spielen, machen wir das so. Ja, so ein bisschen wirklich mit, wie mit dem Baustein verschieden, wie beim Schach, wie Robin ja sagte. Aber das ist erstmal so der Plan, dass wir jetzt die 2 Tage nehmen, da erstmal hart trainieren und sobald es in Ligabetrieb geht, 2-mal trainieren und einmal Taktik bzw. Analyse machen. Okay. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, Football ist ja wirklich sehr, sehr taktikbasierter Sport. Habt ihr da in eurem Coaching-Staff irgendwelche Trainererfahrungen dann oder wie versucht ihr das dann aufzuholen, sag ich mal? Der Vorteil von, also ich spiele bei uns in der Defense und der Vorteil von uns ist halt, unser Trainer war Linebacker bei oder in Halle und er bringt natürlich jede Menge Erfahrung mit. Und ja, dann haben wir auch für die Offense noch jemanden, der hat auch Highschool-Erfahrung, der hat schon in der Highschool mal gespielt und auch in Leipzig. Und wir haben eigentlich für beide, also Offense wie Defense, kommt schon ein bisschen Erfahrung zusammen und das wird dann halt verteilt. Und ja, dann haben wir viele Spieler, die eignen sich das selber an. Die belesen sich auch nach den Trainingszeiten und in der Woche. Und es gibt wirklich Leute, die sich, ich sag mal, so den Arsch aufreißen für diesen Sport. Ja. Und das ist extrem krass. Also im Bereich Fitness, ich meine, ich bin außerhalb des Felds tätig. Robin wird es manchmal hassen. Ja, wir haben im Bereich Fitness ja auch Leute, die selber Sport betreiben, beruflich, weil sie Sportlehrer sind. Und die lassen sich natürlich dann auch bei uns dann natürlich irgendwas Schönes einfallen und testen das bei uns, bevor es dann an die Jugend geht. Ja, von daher ist es überall eine gewisse Kompetenz. Der eine oder andere, der selber auch beruflich dann Sport gemacht hat, lässt das mit einfließen. Und das fließt dann alles zusammen. Wir treffen uns vor dem Training. Also die wichtigen Leute, die dann was geplant haben, die verabreden sich vorher eine halbe Stunde extra vor dem Training, besprechen nochmal, das und das möchte ich gerne machen. Wir haben auch Leute aus dem Boxen bei uns dabei. Ja, es gibt also auch Kraftübungen. Von daher, also wer das ausprobieren möchte, kann gerne mal kommen und an seine Grenzen gehen. Wir sind da immer für alles offen. Sehr gut. Ich hatte auch auf euren Social-Media-Kanälen gesehen, dass ihr einen Kooperationspartner schon im Fitnessbereich halt habt. Das ist ja, glaube ich, ihr kennt Bernburg, oder? Ja, genau. Wie kam es dazu und wie sieht die Kooperation generell aus? Also trainieren die mit euch oder machen die dann euer Training-Camp, Bootcamp-mäßig oder wie sieht also, das denn bei euch aus? Also es kam zu dem Kontakt, dass von mir ein Bekannter dort selber trainiert und auch den Chef-Instructor da kennt, ja, und er sagte, ey, pass auf, hier, ihr braucht ja viel Kraft, Ausdauer, wäre das vielleicht was für euch? Dann habe ich die Nummer gekriegt, habe dort angerufen und sagte, wie sieht's aus, ein bisschen mal sprechen drüber. Wir wurden eingeladen, wir haben das besprochen, wir haben uns einen schönen Plan gemacht, ja, also die Jungs von der Academy kommen zweimal, machen private Fitness-Einheit, 2-mal im Monat, wenn wir das wollen, kommen die, machen für uns eine Private Lounge dann da förmlich auf, ja, und dann wird da auch wie in so einem Bootcamp ja förmlich trainiert. Wir haben das jetzt letztens erst schon mal durchgehabt. Ja, es waren harte Übungen. es waren harte Übungen. Ja, und die unterstützen uns da natürlich in dem Bereich Fitness. Wir dürfen da auch trainieren für wirklich einen großen Rabatt, wo die uns wirklich entgegengekommen sind. Robin ist ja nur selber jetzt auch in der Academy Dane Young als Spieler. Ich meine, die sind ausgebildete Trainer. Also, Reha-Sport können wir dort machen, wenn es Verletzungen ist. Also wir haben ein tolles Angebot von denen gekriegt und deswegen bin ich auch froh, dass es dazu gekommen ist. Und wir sind die Kooperation sehr, sehr gerne eingegangen und ich freue mich auf weitere Arbeit mit den Jungs und Damen. Das hört sich sehr gut an. Habt ihr schon weitere Kooperationspartner oder Sponsoren, die euch da unterstützen in eurem Tun? Ja, also wir haben welche gewonnen, ja, weil das irgendwann auch auf einmal sich rumgesprochen hat. Ja. Wir sind hier in Bernburg auch eine frische Werbeagentur mit der Druckbude jetzt zusammen, die uns da unterstützen. Die Volksbank Würde Bernburg ist bei uns jetzt ganz tief mit reingekommen. Ja. Die unterstützen uns finanziell in der Hinsicht. Die haben das auch erst möglich gemacht, dass wir auch einen Trikotsatz für 50 Leute bestellen können. Okay. Ja,
wir reden ja hier von mindestens 3 Fußballmannschaften, die mit einmal ausgestattet werden müssen. Und da haben die halt mit in die Kerbe gestanden und gesagt, hier wollen wir machen, ist was Neues, ist toll. Ja, Lackiererei haben wir aus dem Umfeld, ja, die unsere Helme schick gemacht haben, dass wir einheitlich rumlaufen können. Ja, und dann gibt es natürlich selber noch einen Spieler, der einen Foodtruck mit seiner Mom betreibt und der hat natürlich dann auch supportet. Und das wird immer, komischerweise ist die Trainingsteilnahme immer groß, wenn es heißt, der Foodtruck kommt. Ja, ja, also, und der ist auch selber im Sponsoring. Also das ist, läuft alles Hand in Hand und es bleibt halt sehr familiär und da bin ich halt sehr dankbar drüber. Sponsoren werden immer gerne genommen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Und der Sport ist leider teuer. Das muss man halt sagen. Er ist halt teuer und deswegen sind alle Leute gerne willkommen. Okay. Ja, weil du es auch gerade schon angesprochen hast mit den Ressourcen, dass es halt ein sehr teurer Sport ist. Habt ihr da irgendwelche Pläne dann auch in naher Zukunft Jugendmannschaften aufzubauen oder werdet ihr nur euch auf die Herrenmannschaft letztendlich konzentrieren? Ja, also wir sind dabei, sozusagen eine Jugendabteilung aufzubauen. Weil das ist auch vorgeschrieben und das ist auch Pflicht vom Verband aus, dass sowas aktiv betrieben wird. Und das genau das finde ich auch extrem krass, dieser Andrang von ich sag jetzt mal gut, was 10-Jährigen ist da. Die kommen jeden Freitag, die kommen gerne, die haben Spaß dran und das könnten ruhig mehr sein. Immer dann. Ja, wir haben ja bei der Jugend eigentlich gesagt, so zwischen 6 und 15. Wir haben teilweise Leute dabei, Kids dabei, die sind 5, ja, die dann in Tränen ausbrechen, wenn wir sagen, oh, ob das gut geht. Die wollen dann mitmachen, es sind die Eltern immer da. Ich selbst habe letzte Woche erst die Kids da trainiert, ja, die wollen das. Und wenn die nicht ausgelastet sind, wir haben auch jemanden, der hat auch vorher bei den Männern mittrainiert. Ein 9-jähriger Junge, der vorher bei den Männern, und es hat ihm nicht interessiert, der ist überall mit reingesprungen. Wir haben die Eltern angeguckt, können wir das überhaupt so machen? Wir sind ja hier. Ja, und das war alles tipptopp. Und jetzt gibt es halt eine Jugendmannschaft im Aufbau zwar noch. Ja, Junge wie Mädchen. Wir haben 3 Mädels dabei, die genauso Bock drauf haben. Und wie gesagt, wie Robin sagte schon, es können ruhig mehr sein. Und wir sind für alles offen. Wir bieten halt, wie gesagt, ein Programm für die ganze Familie. Sehr gut. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt und zuhört beim Podcast, kann sich gerne bei euch natürlich melden. Wie kann man euch erreichen dann auf euren Social-Media-Kanälen oder einfach vorbeikommen oder wie sieht das dann bei euch aus? Ja, also auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, da sind auch überall Telefonnummern da von Ron, von unserem Trainer Mirko. Wenn man Bock hat, einfach anrufen, dann wird persönlich ein bisschen was abgeklärt, aber ansonsten Trainingszeiten, Mittwoch, Freitag, 17 bis 19.30 Uhr, da kann man jederzeit gerne vorbeikommen. Das Schöne ist, wir haben auch wirklich mittlerweile 2-3 Sachen an Leihausrüstung. Also wenn Interesse da ist, kann sich ja nochmal Helm umgeschnallt werden, Pad an die Zorn und dann voll das. Ja. Ja, ihr habt ja jetzt auch, glaube ich, im nächsten Monat einen Tryout-Day, oder? Genau. Was erwartet da die Leute, die da hingehen und mal vorbeischauen? Was ist da geplant? Was habt ihr da geplant? Ja, also vom Sportlichen kann sicherlich Robin wieder mehr sagen. Also wir haben auf jeden Fall geplant, wenn man sich das mal anguckt, normale Parcours, ja, die man so testet, außenrum, ich spreche jetzt wirklich nur fürs Außenrum, wir wollen wieder Kindertraining anbieten. Ja, wir haben für die ganz Kleinen, die eventuell nicht mitmachen können, weil wir müssen halt auch immer gucken, Verletzungsrisiko kann halt mal passieren, auch wenn das bei den Kids nicht so ist. Wir haben eine, wie sagt man, Hopseburg da, ja, wir haben eine Kinderbetreuung da, wir haben wie so eine Art Food Corner mit Foodtruck, mit Grillen, Burger, eine Burgerbude, ja, die extra Burger in unserem Namen vertreibt, ein Raccoons Burger, ja, ein Offense Burger oder ein Defense Burger, der wahrscheinlich sehr, sehr fettig sein wird, weil die Defense Leute halt ein bisschen kräftiger sind. Ja. Also es läuft alles. Wir haben auch Besuch aus Leipzig, der auch Ausrüstung gleich da vertreiben wird. Wir haben die Druckbude vor Ort, die unser Merchandise vertreibt, wo man Schlüsselbänder, T-Shirts, Pullover, Tassen kaufen kann, wenn man möchte. Und das Highlight zum Tryout ist ja dann das Spiel. Und das wird auch für Robin und Co., das wird ihr erstes Spiel werden. Mhm. Wir spielen gegen die Burgenland Underdogs, ja, die sind uns anderthalb Jahre voraus. Aber es wird das erste Footballspiel überhaupt im Salzlandkreis sein. Ja, und da kann man auch sagen, der Landrat Markus Bauer, der eröffnet das Ganze.
Der ist auch zur Trikotpräsentation dann da. Es werden zum ersten Mal diese Football-Trikots dort präsentiert. Und das ist so das Rahmenprogramm. Und sportlich kann sicherlich Robin dazu noch mal was sagen, was geplant ist. Ja, also das Hauptaugenmerk liegt halt wirklich auch auf diesem kleinen Testspiel, sage ich mal. Und ansonsten ist da wirklich hauptsächlich Training. Wir trainieren zusammen mit den Underdogs und dann, wie gesagt, ein Tryout ist halt, man kann vorbeikommen, man kann was ausprobieren, man kann sich selber mal testen. Und ja, das ist halt so das Wichtigste, dass wir zusammen mit einem auch schon relativ erfahrenen Team zusammen trainieren und wir können uns gegenseitig weiterbringen und alles. Und ja, dann wird es halt ernst. Das erste Mal die eigenen Trikots anziehen, ein kleines Spielchen machen. Das wird schon, also an dem Tag ist jede Menge Action geboten, das steht fest. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also wir werden wahrscheinlich auch, also definitiv, also ich werde auch definitiv kommen. 5. September war es, oder? Genau, 5. September. Genau, 5. September ab 13 Uhr ist Beginn. Gegen 16 Uhr, 16.30. Wir müssen sehen, wie wir durchkommen im Training, wenn zu viel Andrang ist. Wir werden niemanden wegschicken, das wird nicht stattfinden. Lieber verschieben wir das Spiel nach hinten. Ja, jeder soll sich ausprobieren, der möchte. Ja, und sobald die Trikotpräsentation dann durch ist, durch den Landrat und durch die Ortsbürgermeister, werden die Trikots angeschnallt und dann wird es für den einen oder anderen das erste Mal ernst. Weil das dann, geht das dann über die volle Zeit, das Spiel, oder ist das nur so ein kleines Trainingsspiel? Nein, das ist ja eigentlich ein Trainingsspiel und man nennt es ja im Amerikanischen Scrimmage. Ja. Es werden auch keine Touchdowns gezählt. Die Versuche werden großzügig bemessen. Ja, wir, was jetzt Schiedsrichter-Staff betreibt, machen wir aus beiden Mannschaften, suchen wir selber zusammen. Ja, das zwei von denen, zwei von uns. Dann auch mal Schiris machen. Also das ist, wie gesagt, mit dem Burgenland Underdogs, wir kooperieren mit denen, das ist ein freundschaftliches Ding. Ja, und nach dem Spiel soll niemand, wir sind übrigens auch sehr dankbar. DRK hat sich übrigens auch bei uns gemeldet und dann sagt, ja klar, wir stellen die Absicherung sicher, falls sich doch mal jemand wehtut. Ja, wir wollen nach dem Spiel zusammen mit Fans, mit Unterstützern, mit Familie, wo willst du dann noch sitzen? Wir wollen schön was essen, was trinken. Wie gesagt, Football is Family. Ja, wir wollen das einfach anbieten. Und wollen halt uns präsentieren. Sehr gut. Ich sehe bei euch, ihr habt schon viele Pläne und ihr wollt wirklich was bewegen letztendlich mit dem Sport und das finde ich auch sehr, sehr gut. Dazu mal noch eine Frage, habt ihr eine spezielle Vision für die Raccoons? Wie soll es dann in 5 Jahren, 3 bis 5 Jahren aussehen bei euch? Also spielerisch muss ich sagen, das muss Robin sagen, das steht mir nicht zu. Also für mich im außenstehenden Bereich, ja im Management, ich persönlich würde mir wünschen, die Jugendmannschaft wirklich aufzustellen, auch mit den Kids, egal ob Junge oder Mädchen, auch zu Turnieren zu fahren, auch gegen andere zu spielen, der Wettkampfcharakter auch und auf jeden Fall dann im Erziehungsbereich die Werte mitgeben. Ja. Das ist egal, wer da kommt, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, das zählt nicht. Ja. Das ist, wenn, dann sind alle grau, ja, und dann ist das Thema durch. Ja, und bei den Jungs würde ich mir wünschen von außen, dass sie alle schön am Ball bleiben und dass wir wirklich irgendwann mal sagen können, nach der ersten Saison, wo stehen wir? Wir waren gar nicht so schlecht. Ey, komm, wir planen jetzt, wir wollen mal aufsteigen. Ja, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ja. Und das würde ich mir wünschen von außen, was spielerisch betrifft. Ja, Robin, hau mal einen raus. Da kann ich mich eigentlich bloß anschließen. Muss ich ehrlich sagen. Wir, ja, die erste Saison, das ist halt so der Wegweiser. Wow. Und sind wir ehrlich, die erste Saison wird sehr schmerzhaft für uns. Aber ja, ich würde mir halt auch wünschen, ein festes Team zu etablieren, sich selber einen Namen zu machen. Die Leute oder andere Teams, die müssten vielleicht auch, ja, auch nicht schon wieder nach Berlin fahren, da scheppert es ordentlich. Das wär schon nicht schlecht. Wenn wir uns wirklich fest in der Liga etablieren oder wie Ron denn sagt, nach der ersten Saison Aufstieg, warum nicht? Das wäre schon klasse. In ein paar Jahren wäre es schön. Ja, wir drücken euch auf jeden Fall dabei die Daumen. Welche Position spielst du dann? Habt ihr schon positionstechnisch euch festgelegt, was ihr spielt? Oder ist das so? Im Groben und Ganzen ja. Also ich war von vornherein derjenige, der gerne Linebacker spielen möchte. Das werde ich auch weiterhin ausüben, sage ich mal. Und ja, ich spiele halt Linebacker, Defense Line. Mhm. Und ja, das ist schwierig. Viele Leute haben halt Wünsche, was sie gerne spielen möchten. Wahrscheinlich dann auch, keine Ahnung. Mein Lieblings-NFL-Spieler, der spielt die und die Position, will ich auch machen.
da muss dann halt immer abgewogen werden, ist das die richtige Position für dich und probier die Position mal aus. Und ja, da sind wir bei vielen noch in der Findungsphase, aber es wird schon lernen. Je nachdem natürlich auch, wie das Talent oder das Personal dann halt aussieht, das ist genau, sich ja genau so ausgerichtet. Ihr werdet euch ja dann nicht irgendwie direkt festlegen, hier spielt 3-4, 4-3 irgendwas in der Defense, also das wird ja dann irgendwie auf das Personal wahrscheinlich dann angepasst. Also unser Trainer hat ein Favorite. Okay. Ja, unser Trainer hat definitiv ein Favorite, danach wird auch trainiert. Das können wir natürlich hier nicht sagen, nicht, dass wirklich jemand mithört. Ja, klar. Ja, ja, aber von mir organisatorisch ist halt wirklich so, wie gesagt, wir bieten es für schmal und für breit halt alles an. Und wenn jemand Interesse hat und sagt, ey, pass auf, ich kann kein Fußball spielen mit 120 Kilo, komm zu uns. Für dich gibt es eine Position, für dich wird auch was dabei sein, wo du auch zeigen kannst, dass 120 Kilo auch sportlich bewegt werden können. Ja, und wenn natürlich jemand kommt, der 1,90 groß ist und dir so ein halber Usain Bolt ist, weil der spielt nicht in der Defense, der muss in der Offense. Wenn er dennoch noch Bälle fangen kann, dann ist er genau richtig. Ja. Dann ist er der Rob Gronkowski von den Salzburg Recruits. Wenn wir so weit sind, dann das würde mich sehr freuen. Genau, ich hatte ja vorhin schon mal eure Social Media Kanäle angesprochen. Da seid ihr ja sehr, sehr aktiv. Nutzt ihr halt auch diese Social Media Kanäle gezielt für die Rekrutierung? Und welchen Stellenwert hat denn so die Social Media Kanäle letztendlich für euch? Also, Facebook und Instagram ist eigentlich sehr wichtig, alleine in der heutigen Zeit. Es läuft eigentlich fast gar nichts mehr ohne Social Media. Und ja, das Hauptaugenmerk aktuell liegt wirklich noch auf der Rekrutierung von Spielern, Reichweite gewinnen. Wir wollen uns wirklich einen Namen machen, die Leute müssen über uns reden. Und ja, irgendwann, wenn es dann wirklich Highlight-Videos gibt, auch von Spielen, und dann werden die da definitiv auch zu sehen sein. Also, ja. Also da habt ihr auch wen, der... Also ihr nehmt letztendlich auch die Spiele auf, oder wie macht ihr das dann? Weil du ja vorhin auch gemeint hattest, Videoanalyse wird es bei euch dann wahrscheinlich geben, also Taktikvorbereitung. Und ja, der Trainer selbst hat gestern auch beim Training wieder Sachen gefilmt, die ihn interessieren, die er auswerten möchte. Und wir natürlich selber auch durch Spielerfrauen, die auch vor Ort sind, die ab und zu mal Videos machen. Wir schneiden das zusammen. Und ja, wir haben da auch jemanden, der das schneidet. Und das ist Robin. Ja, Robin ist da mit den Videos in enger Absprache mit mir immer sehr aktiv. Und es gibt Videos auch auf den Kanälen schon und Highlight-Videos, die werden auch erstellt. Man soll ja immer schön am Ball bleiben. Spiele direkt ist halt rechtlich, können wir nicht unbedingt so streamen, wie man das eventuell gerne vielleicht hätte. Aber es wird auf jeden Fall, das ist auch der Plan, dass man vielleicht zumindest gerade über Facebook live dann mal geht, wenn der Einlauf erfolgt mit hoffentlich viel Rauch und Knall. Ja, Show muss geboten werden. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir zumindest das live machen. Ja. Und wer das sehen möchte, wie die Jungs alle geben, der muss nach Berlin kommen. Komm vorbei. Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Nee, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich glaube, die Leute wissen jetzt, dass sie, egal wie sie aussehen, wie viel sie wiegen, ob sie groß, klein sind, dass sie auf jeden Fall zu euch vorbeikommen sollen, kommen können, kommen dürfen. Berlin vor allem auch am 5. September dann zum Tryout und dann hoffentlich euch natürlich auch unterstützen dann und vielleicht findet da irgendwie einen Tom Brady oder wen auch immer. Wünschen wär's euch. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ich freue mich auf die ersten Spiele. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und mir das anschauen. Freue mich da riesig drauf. Vielleicht zum Schluss, wir in unserem Podcast geben wir immer so ab und zu ein paar Tipps am Ende des Podcasts. Zum Beispiel Lesetipps. Habt ihr gerade irgendein Buch, was ihr lest, vielleicht auch Football-bezogen, kann auch Football-bezogen sein, was ihr jetzt Leuten empfehlen könnt? Ja, also ich habe zwei Bücher. Ich habe einmal The German Champ von Sebastian Vollmer. Der Mann hat zwei Superringe gewonnen, ja, mit Tom Brady. Ja, und das Buch bin ich gerade durch. Das habe ich auch in der Mannschaft jetzt schon den nächsten Spieler geben, dass er das lesen kann. Und das andere Buch ist für mich halt das Regelwerk, ja, des Verbandes, weil da viele Sachen drin stehen, die erfüllt werden müssen. Was brauchen wir noch? Was dürfen wir nicht? Was können wir? Das ist für mich gerade im Außenbereich natürlich ziemlich wichtig. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, wenn man kein Buch lesen möchte, schaut euch Filme an. Es gibt Top-Filme über diesen Sport. Wer gerne ein Buch lesen möchte, The German Champ.
oder beliebter Hype vom Coach Izume, der ja auch oft bei Sat1 und ProSiebenMax dann ist. Da wird die Sportart auch nochmal erklärt. Wunderbar, wirklich auch sehr einfach. Also diese Bücher, German Champ und beliebter Hype, kann ich über diesen Sport empfehlen. Ja, also ich selber habe auch German Champ von Sebastian Vollmer gelesen. Ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Und was ich noch habe, war Schau nicht auf den Ball. Das ist halt wirklich von Pat Sherman. Und das ist, da schaut man noch ein bisschen tiefer in die ganze Football-Materie mit rein. Und dann wird da auch ein bisschen so Taktik aufgeschlüsselt. Und das kann ich nur empfehlen. Für jeden, der wirklich mal tiefer in die Materie einsteigen möchte, ist echt klasse. Okay, super. Vielen Dank dafür. Wollt ihr zum Schluss noch irgendwas den Zuhörern mitgeben? Wollt ihr noch einen abschließenden Satz sagen? Ich denke, wir haben alles gesagt. Ja, Mittwoch, Freitag, 17 bis 19:30 Uhr, ja, ist jeder willkommen. Und wer nicht spielen kann, weil er denkt, er bringt das nicht, komm einfach vorbei, teste dich aus. Dann sagen wir dir schon, welche Position für dich ist. Und es wird auf jeden Fall eine Position geben. Das ist auf jeden Fall Fakt. Man soll sich trauen, man muss sich trauen. Und wir sind ein Team. Genau. Und jeder, der da kommt und mitmachen will, der wird auch so aufgenommen, wird auch so behandelt. Niemand muss Angst haben bei uns. Das Einzige, was jeder machen muss, er muss seinen Hintern dahin bewegen. Sehr gut. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch viel, viel Erfolg und freue mich auf die ersten Spiele. Danke, dass ihr da wart. Jawohl, danke.